Jo, hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3 mit mir, dem Partian-LP. Ja, wir haben ja letztens den Turianern geholfen. Und jetzt schauen wir mal, jetzt haben wir eine neue Rüstung auch bekommen. Das habe ich jetzt nicht vergessen, das schauen wir uns vorher mal an, was uns die denn genau bringt. Wir alle Spezies aufsuchen, die sich zurückgelehnt haben, während wir bluten mussten und es ja, bist du verrückt? Cerberus greift Zivilisten auf Benning an. Wir wurden gebeten, bei der Evakuierung des Planeten zu helfen. Ach Gott, was denn alles passiert hier? Ist ja abnormal. Boah, überall werden wir gebraucht. Aber wir machen es uns mal gemütlich in der Kapitänskabine. Was gibt's denn sonst noch? Nichts. Ich könnte mich nur hinlegen und schlafen. Schauen wir mal. Helm, die Brust. Was bringt uns das? Waffenschaden. Nee. Das brauche ich nicht. Ich habe auch schon so meine Probleme. Und wir haben doch ein neues Level. Okay, doch nicht. Wir haben einen guten Ruf auf jeden Fall. Ja gut, dann schauen wir mal, welche Mission wir denn machen. Ab ins Kampfinformationszentrum. Wo ist denn eigentlich der Waffenspind jetzt? Wo ist denn der gelandet? Lounge, Krankenstation, Haupt... Unterdeck. Da ist die Waffenkammer in der Shuttlebucht. Ah, das ist der Tech Dog, den ich durch die Collector's Edition habe, dass ich den mal sehe. Da ist er. Guter Hund. Guter Hund, komm. Braver. So. Aber was machen wir jetzt? Wo ist denn die Waffenkammer? Da ist James. Shepard. Was zum Teufel machen Sie denn hier unten beim Fußvolk? Wieso? Bin schon eine Weile hier unten. Dachte fast, Sie mögen mich nicht. Besser spät als nie. Gibt's einen Grund, warum Sie hier sind? Ich wollte nur plaudern. Toll. Ich wüsste nicht, was es zu reden gäbe. Meine Dienstakte kennen Sie bereits. Nein, als wir uns kennenlernten, hatte ich keinen Zugriff auf Personalakten. Richtig. Hatte ich vergessen. Und? Ob Sie wohl gleichzeitig tanzen und reden können? Ich werde es schon hinkriegen. Okay, Loco. Tanzen wir. Okay. Übertreiben Sie es nicht, Vega. Im Alter kommt Weisheit und Rang. Sie klingen wie mein alter Vorgesetzter. Ach ja? Und wer war das? Captain Tony. Er war ein knallharter Mistkerl, aber ein guter Anführer. War? Ist gefallen. Mit dem Großteil meines Trupps. Beim Schutz einer zivilen Kolonie während eines Kollektorenangriffs. Und die Kolonie? Entweder sie oder unsere Infos über die Kollektoren. Mit denen wir sie hätten vernichten können. Ich habe die Infos genommen. Tut mir leid. Schwere Entscheidung. Das Beste war, dass wir die Infos am Ende gar nicht gebraucht haben. Weil sie die Galaxie gerettet haben, indem sie die Heimatwelt der Kollektoren erledigt haben. Das wussten sie nicht. Sie trifft keine Schuld, Vega. Wer sagt, dass ich mir die Schuld gebe? War geraten. Auch noch Seelenklempner? Nein. Aber die Aktion auf dem Mars war Leichtsinn. Glück, dass sie noch leben. Und? Und? Ist ihnen dann egal, ob sie leben oder sterben?
Oder vielleicht bin ich einfach nur bereit, alles zu tun, um diesen... Vielleicht sind sie das. Aber wenn sie nur halb so gut sind, wie ich glaube, brauchen wir sie lebend. Ha. Danke für die Motivation. Jederzeit. Hey, danke für den Tanz, Loco. Loco, hä? Kann mir auch was Schlimmeres einfallen lassen. Solange Sie wissen, wer das Sagen hat, können Sie mich nennen, wie Sie wollen. Und das vergesse ich nicht. Ja, nennt er mich halt Loco, ich werde ihn sicher auf der nächsten Mission mitnehmen. Verstärkung entriegelt. Okay. So spielt man das frei. Wo ist jetzt der Waffenspind? Ah, wo ist denn der jetzt wirklich? Ist das Modell Quariana? Okay. Ich wüsste jetzt nicht, wozu ich den das brauche. Wo ist denn die Waffenkammer jetzt? Ist, ah, da ist. Dann schauen wir mal. Da habe ich nichts zu modifizieren. Da auch nicht. Ah, da habe ich noch Sachen. Da können wir einfach das gleich hernehmen. Was haben wir da noch? Das nehmen wir auch gleich her. Und was können wir da noch so modifizieren? Präzisions, das brauche ich nicht. Erhöht Waffenstabilität. Und das bringt mir was? Und ist... Okay. Nee, das ist auch egal. Die hat ein gutes Ziel. Passt, da haben wir alles. Und dann schauen wir mal, was wir als nächstes machen. Wir ins Kampfinformationszentrum. So. Okay. Tuchanka. Das hat Priorität. Dann machen wir mal die Tuchanka Bombe, oder? Zur Attika-Traverse. Ist, glaube ich, fast klüger. Auch weil sonst weiß ich nicht, was mit denen bleibt. Ach so, nö, dann können wir so bleiben. Wir finden die Bombe, machen wir so weiter. Bleiben wir auf dem Planeten, sind gleich mehrere Missionen dabei. Wir nehmen James mit und Garrow schonen wir mal. Einen guten Jungen. Eigentlich hätte Liara auch schonen sollen, aber ja, die ist ja ein paar Mal verreckt, K.O. gegangen. Was können wir da so erweitern? Erhöht Kraftschaden, Gesundheits- und... Okay, Was ist da noch bei Blutbad? Möchten, okay. Nee, da bleiben wir bei dem da. Aber ich weiß nicht, was ich da... Erhöht Kraftschaden? Ich glaube, ich mache das. Oder das. Erhöht Gesundheit von Gruppenmitglied. Machen wir das. Und die nehmen wir auch noch her. Das brauche ich aber fast nicht. Oder doch? Nö. Machen wir noch Brandmunition. Bei Liara können wir nichts machen. Passt. Dann landen wir wieder. Normandy Shuttle! Hier ist Lieutenant Victus von 9. Zug. Hören Sie mich? Wir hören Sie, 9. Zug. Sind fast am Bombenareal, Commander. Werden ziemlich rumgeschleudert. Näher gehen wir nicht ran, Lieutenant. Suchen Sie nach einem Platz, wo Sie Ihren Zug absetzen können. Verstanden. Erzählen Sie was über die Cerberus-Bombe. Sie ist nicht von Cerberus, Commander. Sie ist... Turianisch. Was heißt das, Turianisch?
Sie wurde vor Jahrhunderten platziert, nach den kroganischen Rebellionen. Die Bombe diente dem Schutz vor einem weiteren galaktischen Krieg. Damit die Kroganer keine Bedrohung werden. Leuchtet ein. Den Kroganern ist nicht zu trauen. Aber jetzt müssen wir erst die Bombe entschärfen. Ja, aber Cerberus hat sie gefunden. Die Detonation würde einen Krieg zwischen meinem Volk und den Kroganern bedeuten. Stimmt. Das erklärt die Geheimhaltung. Wo ist sie? Bei diesen Gebäuden vor uns. Cerberus hat vor, sie auszugraben. Der neunte Zug wird ihre Flanke decken. Bei der Aktivität merken doch die Kroganer, dass was faul ist. Dann dürfen wir nicht versagen, Commander. Verstanden, Lieutenant. Heilige Scheiße, da geht's schon wieder ab. Bewegung, Leute! Entdeckung! Und das sind alles gleich wieder Cerberus-Leute. Ich hoffe, die bekommen wir richtig hin. Die Bombe darf ja nicht hochgehen. Was würde da für ein Krieg entstehen? Und ich habe was gegen Granaten. Boah, was da für Bomben hochgehen? Wo kommt denn das her alles? Kann man schon ein bisschen vordringen? Ja. Wir stoßen hier auf schweren Widerstand. Ja, wir auch. Wir sind unterwegs. Ach, jetzt versteckt er sich unter dem Schild. Ah, der da hinten, der ist noch ein bisschen langsam unterwegs, das gefällt mir. Wo ist er denn? Da kommt einer. Und aus der Luft runtergesnipert. Wenn sie weit weg sind, dann komme ich halt näher mit meinen. Aber bald habe ich auch keine Muni mehr. Ist dann halt auch nicht so toll. Müssen wir auch wieder vorrücken ein wenig. Der Centurio hält einfach so Unmengen aus. Das ist Wahnsinn. Maschinengewehr wieder nehmen. Oh, Granate. Die habe ich ganz übersehen. Ah, da raucht es wieder. Und was explodiert das? Sind das Flachs oder... Tretminen sogar? Nee, Tretminen sicher nicht. Wir leuchten da rüber gerade. Niemand. Der Centurio geht mir auch auf den Sack. Da nicht einer versteckt? Doch, hat er. Er hat sie versteckt. Das ist mir bewusst, dass wir da nicht bleiben können. Aber wir sollten halt auch nicht zu schnell vorrücken. Das könnte unser Untergang sein. Und der Untergang der Galaxie. Habe ich da auch keine Muni mehr? Toll. Und wieder auf Brandmuni aktivieren. Und eine Heuschrecke da oder was? No. Ich dachte schon, warum schießen sie in die Luft? Als Muni, yeah! Da kommt. Ich hoffe, sie kommen auch nicht von den Seiten. Wo sind die nächsten Gegner? Boah. Ich
weiß einfach nicht, mit was die auf uns schießen. Ich habe einfach keinen Plan. Ach so. Das kann man ruhig wieder reaktivieren. Wenn ich wüsste, wo wir hin müssen oder so. Darauf. Okay, da oben ist die Bombe anscheinend. Geht's darauf? Ja. Sobald wir die Bombe erreichen, muss ich den Auslöser umprogrammieren. Verstanden. Kein Auslöser. Wo sind die Gegner? Schrotflinten-Klingenaufsatz. Na komm, Baby. Oh, so nahe und so fern von mir. Jetzt müssen wir das Schild da hinten deaktivieren. Oder das Geschütz halt. Machen wir mit der Schrotflinte vielleicht. Oh, da kommen sie mit den coolen Schilden. Okay, den wollte ich halt nicht treffen, aber okay. Hey, yo, Briefschlitz. Das will ich irgendwie immer erreichen. Und fliegt da oben was? Nein, das sind nur Kabel. Ach komm, lass das mit den beschissenen... Ah. Mann, Mensch gegen Maschine. Mensch gewinnt. Will er wieder was aufstellen, der Bastard? Okay, mal Ruhe hier. Auf der linken Seite, ein Ausgang. Zuerst da mal schauen, natürlich ist da was. Materials, Rosenkopf-Materialshandschuhe. Hört sich auch nicht schlecht an. Okay, da hat er sich, haben sie sich immer die Schilde aufgeladen, wenn man sie down hatte, ein wenig. Boah, Money habe ich jetzt auch genug wieder. Können wir da nicht wieder in den Shop gehen oder so? Sie haben ziemlich viele Männer geschickt, um das Ding zu verteidigen. Das bedeutet Krieg zwischen Turianern und Kroganern. Cerberus wird vor nichts zurückschrecken, um die Detonation auszulösen. Ja, ich glaube auch. Die wollen... Warum? Das riskiert doch nur die Sicherheit der Menschheit. Cerberus leistet Widerstand, aber der neue Zug rückt vor, Commander. So ganz auskennen will ich mich nicht. Die Cerberus-Leute sind einfach nicht gut genug. Das war mir schon immer klar. Mach das! Vielleicht müssen wir das auch machen. Können wir vorrücken? Ja, können wir. Drüber! Okay, da willst du nicht drüber. Auch okay. Was ist das alles? Medikit mal. Wieder ein Zielfernrohr. Also da habe ich schon genug davon. Das klingt gar nicht gut. Nein, das klingt wirklich nicht gut. Haben Sie das schon aktiviert? Haben Sie die Bombe schon aktiviert? Oh, mit der Pistole wieder auf Actionkurs.
Ja, nicht alle ziehen ab. Ein paar sind noch übrig geblieben. Die werden wahrscheinlich die Detonation ohne Verluste verteidigen wollen, obwohl sie verrecken. Komisch. Was sind die irgendwie manipuliert? Geistlos? Den noch runter snipern, schaffe ich das? Ist da noch einer drinne? Oh, der hatte Glück. Ja, bist du gelähmt? Und rauf auf die Rampe, wegen dem Überblick geben. Ding so lange unentdeckt geblieben ist. Es war wohl weit genug unter der Erde. Cerberus musste es erst ausgraben. Ach du Scheiße. Ich will nicht in der Nähe sein, wenn das Ding hochgeht. Hab doch gesagt, dass es riesig ist. Commander, wir sind am Bombenareal. Gehen zur Kontrollstation. Verstanden. Wir sind unterwegs. Wie kommen wir da runter? Ah, darauf müssen wir. Nicht runter, da liegt eh nix. Oder wir machen Cut, Leute. Haha. Also ich sag bis zum nächsten Mal. Euer Patian LP.